Hey Leute, willkommen zurück zu Styx, Master of Shadows. Wir sind in der Kanalisation angekommen, aber irgendwie sind hier diese komischen Brüder unterwegs, warum auch immer. Haben sie unser Versteck gefunden? Und ist das dieser Owain, den ich töten muss, den ich mitnehmen muss, die Leiche? Es hieß ja... Oh, guck mal, da komme ich gar nicht durch. Auskern sagte ja, wir sollen ihm eine Leiche mitbringen. Und wenn ich den jetzt hier den ganzen Weg durchschleppen darf, dann wird das ganz schön spaßig, könnt ihr mir glauben. Also ich vermute mal, dass es jetzt ziemlich heftig wird, der Auftrag. Oh, Kumpel. Was machst du da? Bleib bei deinen Pilzen in der Ecke und... Ach nee, guck mal, die haben ja Wachstübchen. Also schätze ich mal nicht, dass das... dass sie uns entdeckt haben. Die haben ja anscheinend überall Leute postiert. Ja, mal so ganz ehrlich, ich meine, es ist unser Lager, aber ich würde hier nicht gerne Wache schieben wollen. Ja. Ja, bis du hier bist, hast du es wahrscheinlich schon vergessen, oder? Dass ich da bin. Wäre zumindest ganz cool von dir. Das wäre super cool. Jetzt mampft er erstmal was, sag mal. Hast du keine Arbeit? Ja, Sache ist gar nichts. Bis du hier bist, hast du mich schon wieder vergessen. Was am Gürtel? Na, Kumpel, läuft. Läuft. Läuft alles. Immer hübsch vorsichtig sein. Oh, oh. Genau deswegen. Ach, warum ihr? Ich mag euch nicht. Oh Gott. Den vollen Schleichgang kann ich hier nicht einlegen. Das ist nicht gut. Oh nein. Da ist Owain. Also einen muss ich dann wohl doch töten, wenn Oskar das will. Tut mir sehr leid. Kann ich die auch passiv töten, also töten lassen? This smell of blood and guts is really sickening. We could wash the place down with some acid. Ich meine, wenn ich die von den Käfern fressen lasse, dann ist es ja um nicht unbedingt töten. Also es ist halt ein unglücklicher Unfall. Wow. Okay. Oh, da unten sind ja noch mehr. Welcher Brechreiz, du. War das er, den ich töten musste? Oh, oh. Oh. Ich speichere hier mal. Und, ich glaube nämlich, den musste ich hinbringen, oder? Naja, gut. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wie gesagt, ich wiederhole es jetzt auch ein bisschen zu oft, dass ich nicht sicher bin und ob ich den da hinbringen muss, aber... Ja. Du bist genau wie ich. Je öfter du das sagst, desto besser wird's nicht dadurch. Aber gut. Shit. Wie soll ich das denn machen? Ich kann ja nicht mehr klettern, das ist das Problem. Jetzt ernsthaft? Da guckt nicht mal der Arsch drüber. Will der mich verkohlen? Wie hat er mich gesehen? Also mal ehrlich. Kinder. Mal ganz ehrlich. Wie soll das funktionieren? Ich kann nicht mehr springen, merke ich gerade. Krass. Nicht mal mehr springen können bei so einer Situation hier. Ich kann nicht mal mehr hier runter. Was? Guck mal, ich kann nicht mal mehr... Okay. Muss ich den jetzt überall runterwerfen? Oder... Leute, ich schnall das nicht. Ich glaube, ich muss den jetzt überall runterwerfen und da wieder aufsammeln, oder was? Das ist ja allerliebst, du. Allerliebst. Ist ja was Schönes für mich ausgedacht, Oskar, ne? Ich
Ich hoffe, das bezahlt er auch gut. Mit Erfahrungspunkten. So, komm. Machen wir hier nochmal Speicherung. Ja, wurde der. Merkst du früh. Ja, so ein Pech aber auch. Da liegt ein Toter, ne? Oh, jetzt rufen die andauernd. Nein! Kann ich das Tor vielleicht öffnen? Ich sehe da gar nichts. Ist das eine Vorrichtung zum Öffnen? Ja, warte mal. Nee, dann mache ich das nochmal. Ich muss den da ablegen und irgendwie da durchkommen und dann von der anderen Seite öffnen. Und dann kann ich ihn da mitnehmen wahrscheinlich. So, Wayne, du bleibst mal brav hier liegen. Oh Gott, da wachsen überall diese Ploppen. Nee, da unten sind die Viecher wieder. Widerliche Käferchen. So, da ist das Versteck. Ich hoffe, du bleibst da stehen, Kumpel. Ich hoffe es wirklich für dich. Oh, sieh mal. 9 von 40. Ich bin so gut. Dippi. So, speichern wir. Das muss jetzt echt, sonst verhaue ich das. Seht ihr, da kommt er schon wieder. Also du guckst wohl die ganze Zeit nur runter. Das finde ich voll gut von dir, dass du so berechenbar bist. So wünsche ich mir die Wachen hier. Die sollen einfach nur rumstehen und gar nichts machen. Das wäre wunderbar. Oder schlafen. Schlafen könnt ihr auch. Ersatzweise. Da ist schon wieder einer. Wo kann ich den denn hier hinpacken, ohne dass ihn gleich jemand sieht? Muss den da oben liegen lassen, geht nicht anders. Ich hoffe nur, der hört jetzt nicht, wenn ich den ablege, du. Na, das hört er nicht. Käferchens. Hat's gar nicht. Sollt ihr lügen? Warum läufst du jetzt hierher? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Route vorher schon hatte. Meine Fresse. Wo ist denn der Hebel, um die Tür zu öffnen, frage ich mich. Ah, sieh mal. Nein! Ja. Wollte eigentlich gleich ganz runterspringen. Macht ja keinen Sinn. Schade. Ich dachte, das klappt jetzt direkt. Oh oh. Nicht laufen, Sticks, bitte. Mann, wie soll ich das Tor aufbekommen? Da führt kein offensichtlicher Weg durch. Da unten vielleicht? Schubsen, hey. Nee. Ach komm, eigentlich habe ich ja eh schon einen umgebracht, oder? Würde das jetzt so einen großen Unterschied machen, wenn ich noch einen außersehen irgendwo runterfallen lasse? Naja, wahrscheinlich schon.
Weil der eine war leider muss und der andere... Hä? Sag mal, wie willst du mich da unten sehen? Alter, warum? Warum machst du das nicht, Styx? Ich hatte gar keinen Hotspot, also so einen Punkt, an dem ich mich jetzt irgendwie festhalten konnte da unten. Bin ich jetzt ein bisschen blöde, ehrlich gesagt. Loslassen. So. Gibt's hier irgendwo einen Hebel, um dieses blöde Tor zu öffnen? Warum? Styx, ich hatte hier einen Punkt. Warum machst du da nicht mit? Da kommt man ja jetzt nicht fest. Oh. Nee. Okay, das ist jetzt eindeutig ein Bedienungsmangel. Aber nicht schlimm. Okay, ich muss doch irgendwie eine Möglichkeit finden, hier weiterzukommen. Ich schmeiße gleich aus Frust irgendwelche Leute runter. Dich da. Hm. Na komm. Geh weiter. Ist denn der Hebel für diese Tür? Ja, Versteck gut und schön, aber ich komme da nicht mal rein. Ansatzweise. Nee, hast du nichts gesehen. Ist ja nicht. Oh. Geht's ja auch noch rauf. Sieh mal einer an. Oh, was? Da liegt ein Medaillon. Ah, guck mal einer an. Guck mal einer an. Ah, okay, da kann ich wieder manipulieren, dass der stirbt da unten, aber das möchte ich ja nicht. Wo geht's denn hier lang? Was haben wir denn hier noch Schönes? Oh, nö. Käferchen. Okay. Ach, das sind wieder Symbole. Hä? Da ist noch ein Symbol. Über dem Teil da. Warte mal, ist das ein Geheimnis? Will ich jetzt rausfinden. Okay, Käferchen, sei lieb zu mir. Ich bin auch lieb zu dir. Uäh, da wurde er schon aufmerksam. Okay. Soweit, so gut. Oh, sieh mal. So. Was kann ich jetzt hier machen? Seht mal, das ist da irgendeine Vorrichtung. Es ist doch... Ich hab doch den Schlüssel. Wird der hier nicht passen, oder wie? Der von Quaberus? Quaberus? Okay, was bringt mir hier gar nichts? Ich sehe gar nichts mehr. Was ich sonst machen könnte. Oh Gott, das habe ich gar nicht gesehen. Das war nicht gut. Beinahe wäre das mein Ende gewesen. Käferchen. Sei nett. Bin ich auch nett zu dir. Nein, nein, nein. Rein da. Okay. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wo dieser vermaledeite Hebel ist. Um die Tür zu öffnen. Das gibt's doch gar nicht. Wisst ihr was? Tut mir leid. Mal jetzt auf die Rabiate. Hoppala. Na, sowas aber auch. Was? Die machen dem gar nichts. Guck mal. Das gibt's doch gar nicht. Seid ihr etwa befreundet mit den Käfers oder wie? Also, das finde ich ja jetzt ein bisschen fies.
Was machen die da unten jetzt? Tanzen die? Den Tanz des Friedens zwischen Mensch und Käfer. Meine Güte, ey. Oh, ihr spuckt mich ja an. Ach so. Ja, dann. Schön, wie komme ich jetzt wieder hier runter? Ohne Krach zu machen. So vielleicht. Meine Käfer ist es. Hier gibt es keine Möglichkeit. Ich weiß nicht, wie ich da rüberkommen soll. Durch das Tor, besser gesagt. Ich mal jetzt mal die Rabiate. Es tut mir leid. Jetzt werde ich doch töten. Und tschüss. Und tschüss. Ihr nervt, wisst ihr das? So richtig. Da flieg. Okay. So, jetzt speichere ich hier. Ist mir so egal. Ich habe jetzt 3 Leute getötet. Fertig aus, Mickey Maus. Geh mir auf den Keks. Ich werde dich auch gleich noch töten. Komm, geh da weg. Soll ich mir nämlich schnell Owain? Owain. Ich werde den erstmal hier vortragen. Tja. Guck mal, hier kann ich mit einem Klon durch, oder? Geht das? Nur dein Klon. Ah, okay. Na dann. Was hätte ich jetzt gemacht? Hätte ich keinen Estos, sage ich. Hätte ich keinen Ether. Goldharz mehr? Ja, Ether. Ember meine ich doch. Was machst du denn? Das sollst du. Ach, der nennt die Viecher auch Rakash. Also Schabe. Okay, Leute, wir haben es, glaube ich, geschafft. Mit ein paar Fehlanläufen zum Schluss und einigen Toten, aber was willst du machen? Ich glaube zumindest, dass ich ihm die bringen sollte, die Leiche. Ja, Nebenziel abgeschlossen. 60 gab das. Wow. Geilomat. So, ich musste... Ja, okay. Geile Sache, Leute. Schatten, kein Alarm ausgelöst. Haha, kein Gegner getötet. Geht nicht. Ja, das war jetzt alles umsonst. Aber ich habe mir zumindest selbst so ein bisschen die Challenge erfüllt. Töte Owain und bringe seine Leiche zu Oscarn. Hol dir Barrymans geliebte Königin. Das Artefakt stehlen. Die Verstecke der Schmuggler. Habe ich alles gemacht. Ich bin stolz. 2 Gegner getötet. Owain hätte gar nicht dazu gezählt, oder was? Meine Güte, ey. Sesam, öffne dich. Ein Achievement. Kapitel 2 war das erst. Boah, Leute, es gibt 8 Kapitel, ne? Nur mal so. That's not possible. You weren't able to enter the high quarters, and even less my apartments. You're lying. You never went further than where my men captured you. I don't know what your game is, but it doesn't wash. You're right. I didn't enter your home. Just like I didn't find the secret passage next to your bed. What? You? All right. Suppose that you have the key. What did you do with it? My men didn't find it on you? Don't worry about that. I gave it to someone to keep it safe. Dirty scum! You... Could it be? I must be sure. Aaron, take my place. Finish this interrogation. You may well scare my father with this story of a key. True or not, I know a sure way to prevent anyone from reaching the heart of the tree. Guards, listen to me. I order you to destroy the bridge that leads to the heart of the tree. Ah, curse you! Do you have any idea what that would mean? A simple preventative measure.
And then I'm sure that you'll provide me with a good reason to break this alliance with the elves. You're not quite as stupid as you look. It's obvious that this alliance couldn't last. But you can't shut away a tree in a tower. Sooner or later, nature reasserts itself. By all the demons, if you don't tell me right now what the elves are up to, I swear that the torturer won't have to bother himself with ripping your limbs off! What was the next part of your plan? Who was this friend you wanted to free? I went to release an ally, someone vital to my plan, who you are holding prisoner. What? Who are you talking about? No one has ever escaped. Oh. You haven't worked it out yet? I'm talking about the prisoner in Cell 5, of course. Cell 5? What's that supposed to mean? It's... Da-da-dum. Hey, Rakash. One last effort. Someone in Cell 5 is longing to be free. It's time you gave him your regards. Naja. Yeah. Now it's coming back to me. At least I think I've got to free my friend. I need to free him, yeah. I need him to get to the heart of the tree. But first, I must tell Ozcan that Barriman is on to him. Na, ich meine, er soll loyal. Gut, Leute, okay, ich beende den Part an dieser Stelle. Ich würde mich über Feedback freuen. Gebt mir Likes, schreibt mir Kommis und wir sehen uns bald schon wieder zu Styx. Master of Shadows.